Yippie, und Gehirnzellen verbrennen auf ein neues. Ja, es gibt mal wieder eine neue Reaction zur Mädchen-WG im Schloss am See, also sprich eine Folge Mädchen-WG mit den Kommentaren von einem 17-jährigen Jungen. Also, ich freue mich drauf und es war sehr unterhaltsam. Vor allem ging diese Folge sehr, sehr unterhaltsam los. Und zwar haben sie erstmal einen Prank durchgeführt. Also sie haben Frischhaltefolie genommen und das vor die Zimmertür geklebt. Also wenn man dann durch die Zimmertür läuft, stößt man mit der Birne an diese Frischhaltefolie. Ich glaube, diesen Prank muss ich nicht weiter erklären. Auf jeden Fall haben sie danach noch Melonenwettfressen gemacht und sich ein bisschen über Pickel unterhalten und dass sie der Meinung sind, dass Jungs immer nur denken, dass Mädchen immer perfekt sein müssen und ein bisschen dementsprechend auch über Jungs abgelästert. Wer kennt es nicht? Auf jeden Fall haben sie dann noch mit Hockeyschlägern und einem alten abgeranzten Hundespielzeug, was aussieht wie ein Huhn, halt irgend so ein Spielchen gespielt und haben damit noch irgendeinen Blödsinn gemacht. Anschließend haben die Mädchen noch einen Real Talk zum Thema Mobbing geführt, der aber auch, muss ich dazu sagen, das war aber auch vernünftig. Und dort haben sie auch vernünftig und sachlich über das Thema geredet. Und da muss ich auch ganz ehrlich denen recht geben, als die Mädchen gesagt haben, Mobber sind menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Und da muss ich auch ganz klar mal sagen, ja, die Mädchen haben da auch recht und Mobber sind menschlich gesehen ziemlich abstoßend und mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Und das war auf jeden Fall wirklich ein sehr erwachsenes und vernünftiges Gespräch. Manchmal gibt es auch in dieser Sendung sehr viele Szenen, die erwachsen wirken. Und dann kam natürlich noch der Höhepunkt der Folge, der allseits gegenwärtige Höhepunkt. Und zwar sind sie Heißluftballon gefahren. Man hat vom ZDF noch nicht genug in den Arsch geschoben gekriegt. Also spendiert das ZDF auch noch auf Senderkosten und auf Kosten der GEZ-Gebühren den Mädchen eine Heißluftballonfahrt. Und sie haben halt mal ein bisschen wieder die Ostzone von oben gesehen. Und ja, an sich war das jetzt nichts so Besonderes. Aber abgesehen davon, dass das ZDF wohl irgendein Werbelogo auf dem Heißluftballon zensiert hat, wo ich mich auch frage, war das jetzt so heftig, dass man es im Kika nicht zeigen kann oder was? Auf jeden Fall sind sie dann erstmal gefahren. Die Mädchen waren natürlich von dem Heißluftballon wieder total begeistert und haben mal wieder eine gespielte Scripted Reality-Freude an den Tag gelegt. Und anschließend wurden die Mädchen dann auch noch zu BallonfahrerInnen getauft, indem man ihnen die Haare angezündet hat und anschließend ihnen Sekt über den Kopf gekippt hat. Das ist kein Scherz. Also so viel zu dem Thema. Auf jeden Fall haben sie den Sekt am Ende des Tages sogar noch getrunken und haben halt nochmal davon geredet, dass sie sich einen Traum erfüllt haben mit dem Ballonfliegen. Ja, das war auch schon wieder der ganze Inhalt der ganzen Folge. Man kann immer 25 Minuten auf 3 Minuten zusammenfassen, weil so viel Inhalt gibt es bei der Serie nicht. Die ist relativ, ja, sagen wir mal, inhaltslos. Ja, bis zum neuen Video.